Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Mit diesem Video möchte ich Ihnen gerne meine Angebote vorstellen. Ich beginne mit meinem Shop. Mein Shop befindet sich unter www.denderasusannamedici.com. Ich habe schöne Ware und in Zukunft werde ich das noch vergrößern. Das, was sichtbar ist, können Sie jetzt schon bestellen. Eine davon ist dieser hübsche Anhänger. Das symbolisiert das Baum des Lebens und da ist echte Blüte drin. Die Preis beträgt 6,90 Euro. Sie können diese Anhänger als Amulett tragen, mit Mondenergie aufladen und mit Wasser reinigen. Aber es können Sie auch verstärken, noch mit Ritualölen. Und es gibt auch in verschiedenen Themen, zum Glück, zum Weg öffnen oder als Schutz oder die Liebe anziehen oder das Geld anziehen, zu verschiedenen Themen. Jetzt habe ich die Öl zum Glück. Und mit diesem Duftöl können Sie diese Anhänger bepinseln. Nur ein paar Tröpfchen. Und es wirkt schon. Rituale. Ich weiß, viele machen Bedenken oder haben sogar Angst davon. Aber ich erkläre, es hat mit Hexerei, mit Schwarzmagie nichts zu tun. Halte ich nichts davon. Aber was bedeutet ein Ritual? Es besteht alles aus Energie. Jeder Mensch hat einen anderen Energiefeld. Das kommt von Inneren, von Denken und Fühlen, weil das, was wir ausstrahlen. Und so entsteht diese Aura, diese Energiefeld. Und bei jedem Mensch ist unterschiedlich. Die Orte haben auch einen anderen Energiefeld oder was Eigenes. Die Räumlichkeiten, natürlich auch. Auch im Arbeitsplatz, auch in Wohnung oder Haus. Das haben sie die Menschen hinterlassen, wo dort gelebt haben früher. Und dazu kommt noch die kosmische Energie. Das kommt alles zusammen. Und wenn das in Harmonie ist, da haben wir Wohlbefinden, dann können wir atmen. Wenn das in Disharmonie ist, dann sind wir nervös, haben wir Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und dann stellen wir die Fragen, warum sind wir ständig müde? Als erstes sollen wir an uns selbst beginnen. Welche Richtung denken wir? Sind wir optimistisch im Leben oder pessimistisch? Das können wir natürlich selbst ein bisschen lenken. Dann die Gefühle. Die größten Stolpersteine sind Gefühle wie Zweifel oder Schuldgefühl oder Angst. Das blockiert uns im Leben. Also loslassen von solchen Gefühlen. Das können wir transformieren. Und jeder Mensch übernimmt diese Verantwortung. Und wir sollen auch nicht anderen Menschen manipulieren und versuchen, ihren Energiefeld verändern nach unserem Vorteil, sondern helfen. Helfen, dass sie befreit sind, dass sie atmen können, dass sie glücklich sind. Das ist die Sinn, die Sache. Natürlich, das ist der erste Schritt, an unserem eigenen Energiefeld ein bisschen arbeiten. Aber was für Einflüsse kommt von außen? Das können wir bewirken durch diese Rituale, damit das harmonisiert, weil das verbindet verschiedenen Energie und transformiert und gleicht aus und harmonisiert.
Da habe ich zu jeder Thema ein kleines Ritual zusammengestellt. Das befindet sich auch in meinem Shop. Zu jedem Ritual habe ich ein Video gemacht, damit Sie wissen, wie das funktioniert. Und bitte keine Angst davon. Was auch wichtig ist, in welchem Tag man das macht, weil es gibt Tage, wo das überhaupt nichts wirkt, weil man nichts im Einklang ist in die kosmischen Einflüsse. Aber das kann ich berechnen. Dann die Beratungen. Persönliche Termine zum Buchen ist nicht so einfach, weil ich wohne nicht im deutschsprachigen Raum. Ich wohne auf Mallorca. Aber über Skype können wir direkt kommunizieren, dann sehen wir uns. Und es ist natürlich auch angenehm, einen persönlichen Kontakt zu haben. Dann die anderen Möglichkeiten, wenn das ganz schnell gehen soll, telefonisch. Ich bin erreichbar in mein Hotline bis 23 Uhr. Aber es ist auch schriftlich möglich und dazu dient die Blitzberatungen. Sie schreiben mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Sie beschreiben Ihre Lebenssituation, stellen Ihre Fragen. Bitte dazu schreiben die Geburtsdatum, Uhrzeit, Geburtsort. Und ich beantworte diese E-Mails auch blitzschnell. Da beträgt mein Honorar pro Frage 10 Euro. Dann die 3-in-1 Beratung. Es ist nichts astrologisch, sondern das lese ich aus den Karten aus. Und diese 3-in-1 Beratung ist eine Videoberatung. Natürlich anonym mit Nickname. Aber nach Wunsch kann ich diese Videos so anfertigen, dass außer sie niemand sehen kann. Dann bleibt es wirklich ganz anonym. Diese 3-in-1 Beratungen können Sie per E-Mail buchen. Meine E-Mail-Adresse ist 3in1@denderasusannamedici.com. Mein Honorar beträgt also insgesamt 50 Euro und die 3 Schritte. Im ersten Schritt beantworte ich die Fragen. Im zweiten Schritt kommt die Zeitangabe, was passiert in den kommenden Tagen. Und im dritten Schritt kommt auch Zeitangabe, was ist zum Erwarten in den kommenden 12 Monaten, also eine Jahresanalyse. Dann kommt die Wünsch-dir-was-Beratung. Jeder Mensch hat Wünsche und Sehnsüchte, all das, was in unserem Herzen liegt. Und wir sollen unserem Herz ernst nehmen. Das ist wie ein Schatzkammer. Weil all das, was wir lieben, das kann die Begeisterung sein, die Berufung, natürlich die Liebe, Partnerschaft, die familiäre Kontakte oder zu Haustiere oder zu Natur oder zu einem Buch oder Kunst. All das, was wir lieben, begeistert uns, also das macht uns glücklich, befreit uns auch. Und es ist auch wichtig, dass wir mit diesen Wünschen bewusst sind. Weil diese Wünsche, wenn das realistisch ist, ist auch erreichbar. Man sollte als Ziel setzen. Und das ist diese Art von Beratung, Wünsch dir was, Beratung nenne ich das, ist auch Videoberatung, genauso funktioniert wie die 3-in-1 Beratung, also ganz anonym. Die Preis ist auch gleich, also beträgt mein Honorar 50 Euro und es geht auch in 3 Schritten. Was wünschen Sie? Die Berufung zu leben, einen Vertrag zu bekommen, die Liebe zu leben oder eine Reise oder ein Umzug oder ein Hobby nachzugehen. Jeder Mensch hat Wünsche. Also, Sie senden mir Ihre Wünsche und ich lege die Karten aus und kann nicht ganz genau beschreiben, ob dieser Wunsch zum Erfüllung geht, ist das realistisch, was kommt entgegen. Also, ich erkläre das ausführlich im ersten Schritt. Im zweiten Schritt betrachte ich die Karten, aber auch astrologisch. Die Zeitpunkt,
Wann wird dieser Wunsch in Erfüllung gehen? Also die Zeitqualität. Und dem dritten Schritt, welche Schritte sollen Sie dafür tun, dass es schneller geht, dass Sie dies als Ziel erreichen? Wo liegen die Hindernisse noch? Vielleicht die Angst davon oder die Zweifel daran? Also die Schritte beschreibe ich im dritten Teil, die Schritte. Und diese Art von Beratungen nenne ich Wünsch dir was Beratung. Und das können Sie buchen, auch per E-Mail, wünsch dir was at denderasusannamedici.com. Bitte auf die Schreibweise achten, das ist nicht Ö, sondern UE. Also das war die Wünsch dir was Beratung. Dann gibt es viele Menschen, die möchten erlernen die Kunst des Kartenlegens und das biete ich kostenlos an. Und da habe ich einen eigenen Kanal, Meisterin des Kartenlegens, und da gebe ich kostenlos, auch mit Zeitangabe, die Kartenlegen-Schulung. Also da freue ich mich auch, wenn da Interesse besteht. Und ein bisschen zu Astrologie. Auf welchen Frage hilft die Astrologie? Wenn ein Kind geboren ist, die Geburtshoroskop zu kennen als Eltern oder Großeltern, hilft bei der Kindererziehung, weil das ist der Bauplan des Lebens. Und dann können wir in die Richtung das Kind lenken, wo die Interesse besteht oder Talent besteht. Das würde ich auch empfehlen. Dann haben Sie einen bestimmten Termin, eine Gerichtsverhandlung oder ein Vorstellungsgespräch. Da können Sie die Termine nicht selbst bestimmen. Aber alleine durch diesen Termin, wann das beginnt, kann ich beschreiben, wie das verläuft oder worauf sollen Sie achten. Dann ist wichtig die erste Begegnung, besonders in die Liebe. Die erste Augenkontakt, dieser Moment zählt, die erste Blick. Allein von diesen Daten kann ich beschreiben, wie das alles abläuft dann später. Oder worauf sollen Sie achten? Wenn Sie eine Verabredung haben, weil Sie jemanden kennengelernt haben im Internet, das können wir auch so beeinflussen, dass man den richtigen Augenblick im richtigen Ort ist. Und das kann ich auch berechnen, wann ist der günstige Tag zu dieser Verabredung, weil diese kosmische Energie beeinflusst die Kontakt, auch die Beziehung. Also nicht bestimmt, aber beeinflusst. Karma ist auch ein sehr interessantes Thema, weil die Seele ist unsterblich. Und die Seele hat auch Erinnerungen, auch karmische Erinnerungen. Und die Horoskop zeigt an, was war im früheren Leben. Und da sind einige Dinge, wovon wir verabschieden sollen, ganz klar. Aber auch sehr viel Schätze, auch Talente, Fähigkeiten. Und die Seele erinnert sich auch. Nicht umsonst kommt der Wunsch, die wahre Berufung zu leben. Weil man da auskennt, weil man das mit Begeisterung macht. Es kann sein, dass im früheren Leben war nicht in die Möglichkeit, das zum Erfolg zu bringen. Und jetzt bietet die Schicksal nochmal eine Möglichkeit an, diese Talente umsetzen und erfolgreich zu sein. All das kann man aus dem Horoskop auslesen. Oder die karmische Lernaufgabe, wie gleicht sich das aus? Also vielen Fragen können wir auch astrologisch natürlich beschreiben. Ich möchte nur die Astrologie interessant machen und die Thema erwecken bei Ihnen. Und das waren meine Angebote und ich habe dieses Bedürfnis gehabt, das mal so ausführlich beschreiben, und dann können Sie überlegen, was zusagt. Oder auch Zeit lassen, wenn das noch nicht der richtige Augenblick ist. Aber nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert und immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.